Und dann schießt er auch schon auf mich. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Titan mit dem Killer Crafter. Hi, Hashtag Killer Doggy ist mal wieder am Stizzy und ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, go! Bin drauf, beziehungsweise steht am Ende. Ich bin jetzt auch drauf. So. Yes, und du bist auch da. Hi, so. Wir haben natürlich wieder das Tool offen. Ich baue mich jetzt einfach raus. Oh, es ist mal wieder Nacht. Ey, es ist unglaublich. Ja. Ich glaube, das machen die mit Absicht. Aber warte mal, warte hier. Komm her, ich habe zwei Betten mit dabei. Achso, du hast die mitgenommen. Warte, komm mal, aber dann bauen wir die drin wieder hin, Alter. Sonst wird es vielleicht ein bisschen tödlich. Weißt du, wenn dann so ein Creeper kommt und boom, ne? Boom, wollen wir ja nicht. Boom, boom. Moment, so. Scheint gerade niemand nachzujoinen. So, und wenn wir jetzt in der Wall so viel caten, raste ich aus. Das werden wir nicht. Wir haben ja beide eine Spitzhacke. Ja, GG. Okay. Nice gemacht. Toll, super, so gut. Wir haben heute einen Plan für die Folge, werden den jetzt aber nicht gerade so am Anfang verraten, weil sonst, funktioniert das dann nicht und dann kennt LOL. Hä? LOL. Follow your basic instincts. What the fuck? Alter, was geht hier ab? Hier ist Redstone. WTF? Okay. Die zeigen uns einen Weg. Ernsthaft? Ja. Das hier ging jetzt als letztes hoch. Ey, Leute, was ist denn hier? Man kann ja abbauen, das ist ja das Gemütliche. Hier ist überall Redstone unter der Erde. Wäre gut, ne? Ist hier irgendwie was in diesem Haus drin? Hier die Tür ging. Hä? Was? Pass auf, was ist da? Was ist komm, wir lassen es einfach kommen. So ein Stern war dann noch. What the fuck? Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal Richtung Mitte. Moment, ich muss schnell die Wolken ausmachen. Die Frage ist, wie viel Eisen hast du noch im Inventory? 34. Oh, okay, gut. Das sollte mehr als genug sein. Ich würde einfach sagen, gehen wir in den Nether. Jupp. Da ist das Portal. Da würde ich sagen, auf geht in den Nether. Nether. Ich hoffe, es hat niemand die Pigs angegriffen dort, Alter. Boah, ich hab's wäre sonst... Oh, lag. Okay, man sieht schon direkt, es waren schon ein paar Leute im Nether. Das wussten wir aber auch. Okay. Das ist so nichts Neues. Die Frage ist, ich glaube, es gibt irgendwo eine Nether-Festung, so wie ich das gesehen habe. Ich weiß nur nicht wo, ne? Hätte man jetzt so nachschauen können. Es ist so ein Nether Bricks, Netherstein. Das bedeutet, wie viel bräuchten wir von. Also, ich glaube, die greift man, oder? Nein. Okay. Wenn wir Nether Bricks farmen, dann bräuchten wir 96 pro Rüstung. Das heißt, ein Stack und 32 bräuchten wir pro Rüstung. Und das ist fucking viel, ja. Ja, gut, aber ich meine, ich habe schon fast einen Stack. Ja gut, ne? Okay, dann farm du mal kurz die Nether Bricks und ich schau mal kurz, dass ich, keine Ahnung, ich farm sonst den Quarz. Davon brauchen wir auch richtig viel und ich würde sagen, wenn wir dann den Quarz und die Nether Bricks haben, können wir mal einen Ofen anschmeißen und diese Nether Scheiße mal anzünden. Ey, Kappa. Denn, wir wollen, wie man es vielleicht sieht, ich weiß nicht, ob ihr euch sehr mit dem Projekt beschäftigt habt oder nicht, wir wollen so eine Nether Rüstung machen. Denn, das ist cool. Ihr habt voll Swag, so, weißt du? Genau, und ich glaube, wenn wir jetzt aber ganz, ganz lange nach einer Nether-Dingsbumster suchen, ist das vielleicht nicht so schlau, weil wer weiß, wie viel Zeit wir dadurch in Anspruch nehmen. Und dann, Und das andere Zeug braucht echt lange, oder wenn man das gefarmt hat und dann vor allem auch noch das ganze Schmelzen von der ganzen Kacke, ey. Dauert dann schon Ewigkeiten, muss man dazu sagen. Das dauert, ja. Und wir wissen nämlich auch, dass andere Leute eben auch im Nether sind und deswegen ist es halt sehr gefährlich, weil ja in den Nether kann natürlich jeder kommen und es wäre natürlich am besten, wenn wir irgendwie, wenn es heißt, ja noch eine Minute, dass wir uns wieder zu Ausgang begeben und dann irgendwo nochmal in der Außenwelt quasi vergraben, fände ich fast das Schlauste. Ja. Denn der Nether ist gefährlich. Der Dangerous. Nether ist gefährlich. Wir haben ja auch gesehen, man darf ja übrigens Folgen von anderen gucken. Ich weiß auch nicht, dass es da Leute gab, die gesagt haben, man darf keine Folgen von anderen gucken. Hab doch, ich auch darf gesagt. Man. Die haben ja teilweise schon ein bisschen auch zugelegt und deswegen möchten wir da keine Zeit verschwenden, sondern möchten produktiv sein und sofort in Nether rüsten.
Genau, weil es ist halt, aber viele Leute haben schon richtig gutes Equip und so. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da mit diesen Leuten dann auch irgendwie konkurrieren können. Ansonsten wird es dann etwas peinlich, ja. Okay, und also ich habe jetzt fast 3 Stacks. Damit wäre dann also schon mal. Wären dann schon mal. Netherbrick gefarmt. Ja, von genau. Den Quarz habe ich schon über 1 Stack. Das ist. Das ist klar, ne, Elge Wilhelm. What the fuck? Wie viel würden wir davon überhaupt brauchen? Jetzt von dem Quarz? Auch pro Rüstung, also pro Rüstung halt aber 96. Weil. Du musst halt immer durch 4 teilen. Lol, da unten ist eine Festung. Lol, ernsthaft? Ja. Oh well. Ja, Typ ist super. So viel zum Festung suchen. Ja, ne? Hi. Ja, ja gut, habe ich gesagt. Wir sind Pros. Ich habe jetzt fast schon den Quarz für eine Rüstung, habe ich schon fast. Aua, also, ich bin in der Lava und ich brenne. Aua. Alter, pass auf, das ne? Die macht hier richtig viel Schaden. Ja, ich merk's. Oh mein Gott, Hälfte Leben ist schon weg. Alter, aua, Vater. Killer, ich werde sterben. Du stirbst nicht. Nein, wenn oder? Ich jetzt. Ohne Witz, wenn ich jetzt sterbe, ich bin. Wenn du jetzt stirbst, das wäre so fail. Nein. Oh mein Gott, Gott sei Dank, mit Alter. Einem Herz! Alter, pass mir auf, Mann. Das ist so. Ah, warte, da unten ist ein Ofen. Oh mein Alter, Gott. Warte. Wenn da was drin ist, ne? Oh mein Gott, ich sag's dir, ich hab. Ah, da ist ein Holz. Da ist Seelensalz, haben wir das irgendwie. Da ist eine Kiste, die wurde aber definitiv schon mal gelootet. Da bin ich mir zu 100% sicher. Brauchen wir Seelensalz nicht auch? Doch, brauchen wir auch. Wie viel? Seelensand brauchen wir, ich glaube, 24 pro Rüstung, also ja. 48. Alter, das ist jetzt nicht so viel, das haben wir relativ schnell. Es ist halt aber das, was am schnell, langsamsten ist, ist halt der Quarz und die Netherbricks, sag ich mal, wenn man nicht eine Festung findet. Aber wir haben ja jetzt so eine Festung, das heißt, wir farmen vielleicht trotzdem einfach da 24 jeder, weil das geht, glaube ich, echt schneller, als das Ganze zu schmelzen. Ja. Ja, weil und wir möchten ja auf jeden Fall heute ja auch schon anfangen, die zu craften, ne? Ja, das wäre echt verdammt gut, weil wir müssen dann auch noch, wenn wir diesen Dust haben, müssen wir den auch noch mal schmelzen. Also es dauert dann schon so eine halbe Ewigkeit, bis es alles gemacht ist. Und ja, ich bin immer noch am Quarzfarmen. Also du kannst gut auch Quarz mitnehmen, wenn du irgendwo siehst. Jo, mach ich. Und ja, warte, ich habe jetzt, ich kann es dir gleich sagen, ich craft das mal kurz zusammen. Ich habe 27 Quarzblöcke. Schon mal okay, wie für viel eine Quarzblöcke? Achso, 27 Quarzblöcke pro Person. Ja, und du brauchst halt. Oh Gott. Okay, also ich habe jetzt mal 64 Seelensand, das sollte reichen. Alter, so. Hier sind irgendwo Blazes, ne? Ja, ich weiß, ich habe die da oben schon gesehen, die schwimmen da irgendwo rum. Bin gerade richtig zusammengezuckt. Alter, was ist das so hier für eine scheiß Brücke? Guck dir das mal. Und dann schießt der auch schon auf mich. Wir müssen hier echt Alter, aufpassen. Alter, diese. Ich nehme da gerade ein bisschen Nether Bricks mit, hier so, ne? Also probier auch selber 24 zusammenzufarmen. Alter Mann, ist das laut, ey. Oh mein Gott, ich hab so, warte. Ich hab schon mal 17. Mal wieder okay. Okidoki. Ach, die sind hier. Ich sehe die. Ja, aber ohne Witz, lass die mitmachen, dann können wir uns einen Braustand machen. Oh Gott. Ja, dann geben wir mal. Nee, aber kurz ich kann jetzt noch nicht nach vorne gehen, weil. Oh mein Gott, sind die Sounds laut. Oh Gott. Ich hab schon mal so einen scheiß. So eine Route. Alter, ich hab gerade richtig viel gekillt. Ich mach da mal eine Crafting Pension. Okay, ich hab schon mal 2 Routen. Also Lohnrouten, ey. Ja, perfekt, so. Aber ich baue den Spawner dann jetzt mal ab, ne? Oh Gott, Alter, ich brenne. Ah, ja, ich hab Feuer gefangen. Nein, pass auf, Killer. So, erstmal abbauen. Zack, so, gut. Wir haben 2 so Stäbe, das heißt, Braustein können wir auch machen. Ja. Fucking gut. Ich habe 30 Netherbricks, das ist also Netherziegel, das ist mehr als. Ich habe auch 30. Das ist genug für eine Rüstung, wir brauchen nur 24. Ja, perfekt, eigentlich. Also ich habe den ganzen Seelensand. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Quarz und noch Glowstone. So, Glowstone, das heißt, wir gehen okay. Hier nochmal weg. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich noch schnell den Quarz jetzt fertig und du machst den Glowstone. Gut, pass auf, okay, hier, ne? Dann. Dann searching the glowstone. Da oben Quarz haben wir auch schon Quarz. Wie viel genau brauchen wir jetzt? Also ich hab 27 Blöcke, das heißt, du brauchst noch 21 Blöcke für deine Rüstung. 3 kann ich dir dann quasi geben. Oh ja, weil, das ist perfekt. Wobei wir vielleicht dann, wenn wir die Rüstung haben, vielleicht noch so ein Nether-Schwert machen für dich, weil das macht zwar weniger Schaden als ein Diamantschwert. Also macht gleich viel Schaden wie ein Eisenschwert halt, aber hat die Chance, jemanden anzuzünden quasi. Ah, nice. Und ich suche gerade okay. Glowstone, das vielleicht nicht ganz so hoch an der Decke hängt, damit ich mich da nicht Kilometer hochbauen muss, weil das ist nicht so praktisch. So, was ist noch eine Werkbank.
Alter, es ist so crazy. Hier sind so viele Leute schon irgendwie gewesen. Ja. Das ist Alter. Echt irgendwie, also zum Glück, Leute, wir nehmen gerade auf, wo der Webvideopreis läuft. Das heißt, es ist eigentlich die perfekte Zeit, um jetzt aufzunehmen, dass keiner kommt. Oh, oh. Oh, oh. Okay, 5 Minuten. Das ist also nicht mehr so geil, ne? Ist ja, jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Sollen wir im Nether dann bleiben, oder? Es ist halt schon so ein Stück riskanter, sag ich jetzt mal. Aber wir werden sonst echt nicht fertig. Also wir werden diese Folge, wenn wir diese Rüstung, glaube ich, nicht ganz fertigstellen können. Ja. Weil gerade der Glowstone, merke ich aber, ist ein richtiges Problem. Weil Glowstone hängt halt nur so an der Decke und... Das Problem ist, ich will mich auch nicht irgendwie über einem Lavameer an die Decke bauen und dann kommt ein Gas und schießt mich irgendwie runter oder oh, so. Dann... Apropos Gas, du Hurensohn hast mich angeschossen, hä? Huh? So. Ein Sau-Rip. Wäre ja, dann ja. Auch nicht so gut. Ja, der schießt hier die ganze Zeit auf mich, der Bengel, ey. Ich muss jetzt irgendwie erstmal einen Ofen platzieren oder so. Glowstone ist fucking wichtig. Ich scheitere dann aber am Glowstone, habe ich das Gefühl. Denn ich finde echt keine gute Stelle, um Glowstone abzubauen. Das ja, ist halt echt gerade ich. Das kann. Oh mein Gott, da ist Lava. Weil ich will mich echt nicht so an die Decke bauen. Das ist echt kacke dann. Weißt du? Ja. Aber ich habe halt keine andere Wahl, so wie es ausschaut, ne? Wie der Gas halt, mich einfach die ganze Zeit so kacke targetet, ey. Der Punkt ist natürlich im Nether, meine Freunde. Ja, muss man natürlich auch Minecraft-Wissen haben. Denn Gas können ja Cobblestones nicht zerstören. Mit ihrer Explosion, so war das zumindest früher. Okay, wusste ich gar nicht. Also früher war das so, vielleicht war ich auch totale Scheiße und mittlerweile haben sie das geändert und ich werde jetzt sterben, aber ich vertraue jetzt auf mein Wissen. Oh mein Believe in yourself, ja! Yeah. So, da hat ein bisschen was zu essen, mache ich mir gerade und dann sehe ich auch schon, nach den 2 Steaks hier habe ich nichts mehr zu essen. Ich habe noch 3 Steaks. Okay. Aber ich glaube, in diesem Dorf gibt es ja überall so Karottenfelder anscheinend und so Weizenfelder, die wir nachher auch noch abernten können. Ja. So gesehen. Also. Weil das irgendwie so eine Feuerkugel ist, da mitten in der Luft reingebackt. Keine Ahnung, die bleibt da aber stehen. Du. 21 hast du gesagt, ne? Ja, genau. Um wie viel Glowstone? Glowstone braucht auch jeder 24. Ich habe jetzt 7 Glowstone-Blöcke. Uiuiuiui, das war knapp so. Alter, mach mir nicht so Angst, ey. Ja, wenn da immer diese doofen Gaster, die stören mich gerade extrem. Ich meine, warum gibt's die überhaupt? Ja, das könnte man jetzt überall sagen, wo ein Mob nicht passt, aber wieso? Boah, ja. Wieso? So, jetzt baue ich mich über ein Labermeer. Das heißt, es kann sein, dass wenn meine Sneak-Taste jetzt rumbacken sollte, Alter, dann die Trip. Dann ist Ende Gelände. Oh, bitte verbrenn dich, ey. Wenn du schon stirbst, möchte ich wenigstens deinen Stuff haben. Lol. Nein, okay. Spaß. Oh, oh, okay, das merke ich mir natürlich direkt, Alter. Kampfansage. Kampfansage, nein, nein. Alter, das ist so risky, Mann. Ich habe Angst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass andere, weil wir waren eigentlich relativ schnell im Nether und die anderen waren, glaube ich, eher weiter weg. Ich baue mir jetzt hier aber so eine scheiß Plattform, damit ich echt nicht runterfalle. Gott, der Gast. Erstmal mit dem Bogen drauf schießen. Pass auf. Einmal getroffen. Oh Gott, zweimal getroffen. Nice. Alter, was du immer so für Geräusch machst du? Oh mein Gott, oha, oha, oh mein Gott. Ja, ich hab echt Angst, dass du irgendwie jetzt verrackst, ne? Verrackst, dass ich hier rippe? Nee, ich bin da echt scheiße vorsichtig. Na, hoffen wir es mal. So. Weil ich hab nicht vor zu sterben, ja. Nicht heute. Ja. Nicht heute, Leute. Einer Minute. Morgen. Damn. Scheiße, dann lass uns lieber treffen, ne? Wenn nicht, dass wir gegenseitig. Alter, ich bin noch hier oben beim Cluster abbauen. Das ist so kacke. Das ist echt gerade kacke. Ich müsste da runterkommen. Denn ansonsten bin ich hier oben. Und das wäre nicht so gut. Aber ich habe dafür jetzt erstmal 17 Glowstone-Blöcke. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wo du dich befindest. Ich bin immer noch in der Nähe des Portals. Okay, dann werde ich dann auch mal zurückgehen. Oh, 30 Alter. Sekunden, okay. Shit. Ja, dann ist mir das scheißegal. Wir machen uns erstmal, also wir rechnen jetzt einfach mal damit, dass wir in der nächsten Folge dann direkt Feinkontakt haben. So sage ich jetzt mal. Das heißt, nimm dein Schwert in die Hand. Ey. Ja. Und fuck, wo bist du? Ich bin hier. Scheiße, wir sind getrennt, geil. Was heißt hier? Also ich bin beim Portal, ja. Beim Portal. Ich springe jetzt einfach runter, mir egal.
Jens war fast tot. Da, wo wir die Werkbank gefunden haben und den Ofen. YOLO. Ja, ich weiß ungefähr, wo du bist. Aber wir wurden gekickt, wir sind getrennt. Nice. Ich glaube, wir dürfen heute keine Folge mehr aufnehmen, ne? Nein. Morgen dann erst wieder. Ja. Das heißt, wir hoffen jetzt einfach, dass nichts passiert, ja? Also es wird eh nichts passieren, weil wir eh die Besten sind, aber... Alter Schwede. Ja gut, dann würde ich einfach sagen, Leute, das war's von Folge 4 mit Titan. Wir leben immer noch, es ist unglaublich. Wir leben noch, 4 Folgen haben wir geschafft und jetzt müssen wir aber gar nicht mehr lange reden, sondern morgen einfach schauen, dass wir sofort von hier wegkommen, aber noch die restlichen Ressourcen sammeln und dann sind wir alle umklatschen. Jo, dann gehen wir klatschen, ey. So, auf jeden Fall würde ich dann jetzt sagen, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Titan. Haut rein, bis dann. Und tschüss.